Hallöchen, ihr Lieben. Ihr seht, ich habe wieder ein Paket für euch und ich sage euch gleich, es werden noch 2, 3 Unboxing-Videos jetzt kommen. Wir fangen heute damit an. Bilder habe ich euch ja in der letzten Zeit genügend gezeigt. Kommen noch 2 mit Bildern, 2 Videos die nächsten Tage. Erstmal zu mir, ich heiße euch natürlich herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von Christines Diamond Paint und ich bringe euch das Hobby Diamond Painting etwas näher. Ich zeige euch Bilder, Zubehör etc. Heute zeige ich euch Zubehör. Denn ich habe bei Artot bestellt. Nicht über Amazon, direkt auf ihrer Webseite. Fand es ganz interessant. Und da wir ja das Problem aller kennen, Thema Upkitting etc. Wer hat schon genügend Upkitting-Systeme? Ich habe zwar schon genügend, aber das hat es mir echt angetan und das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte sein. Das werde ich bestimmt nochmal bestellen, weil dieses System kann man erweitern. Das ist total toll. Achtet bitte nicht auf meine Nägel, die werden heute Abend neu gemacht. Die sehen im Moment ganz, ganz furchtbar aus. Wir fangen mal an, dass Sticker dabei sind. Finde ich schon mal sehr gut. Ich brauche sie nicht, denn ich habe zum Beschriften meiner Upkitting-Systeme einen wunderbaren Stift von Staedtler. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich den habe. Dann kann ich euch den mal zeigen. Ach, hier ist er. Und zwar ist das von Staedtler ein Permanent-CD-DVD-Stift. Und diesen Stift kann man dann auf die Döschen beschriften und kann das danach einfach mit einem Lineal oder mit einem Fingernagel einfach abkratzen. Also ohne jetzt irgendwelche Kratzer drauf zu machen oder sonst irgendwas. Wirklich nur einfach nur ein bisschen derber wischen und schon ist das wieder ab. Benutze ich jetzt mittlerweile seit über 2 Jahren. Hatte ich noch nie Probleme damit. Es wird nichts trüb wie durch Nagellackentferner etc. Ich muss nichts mit Bleistift beschriften und danach wegradieren oder sonst irgendwas. Ich nehme den Stift, das passt bei mir eigentlich ganz gut. Jetzt wollt ihr natürlich auch noch sehen, was hier drin ist. Ich sehe schon mal, dass ich es verkehrt habe. Einen Moment, wir müssen es einmal drehen. Und gucken, wie ich das jetzt hier rauskriege. Und da ist es. Komm her. Oh, da ist noch was drin. Da ist noch ein Trichter drin. Davon habe ich schon 2. Der ist sogar mit eckigen Ausguss dabei. Bräuchte ich jetzt für dieses System nicht, weil da bräuchte ich eigentlich ein rundes, aber das ist, glaube ich, relativ egal. Der ist ziemlich verformt, den muss ich dann erstmal ein bisschen in Form biegen. Das ist halt so ein Silikontrichter. Übrigens nicht unbedingt geeignet für AB-Steine. Die AB-Steine bleiben an diesem Silikon haften und das ist ein bisschen blöd zum Einfüllen. So, jetzt machen wir den hier einmal richtig, dann wird er sich bestimmt auch bald wieder richtig hinbiegen. So, den tun wir erstmal in die Seite. Das verpacken die Verpackungssachen auch. So, viele von euch kennen dieses System bestimmt schon. Ich habe schon die ganze Zeit damit geliebäugelt. Jetzt habe ich es. Das sind 9 Schubladen. Und diese kann man auch einzeln machen. Das heißt, ihr könnt euch dieses System komplett eigens zusammenstellen, wie ihr das braucht. Ihr könnt jetzt hier nur 3 machen oder auch nur 1. Wie ihr das zusammenstellen wollt, ist euch überlassen. Ich habe es bestellt mit den runden Döschen. Ich komme mit den runden Döschen wirklich sehr, sehr gut klar. Ich kenne das ja schon von meinen Koffern, die ich auf dem Teenie-Schnickschnack habe. Ich komme mit diesen runden Döschen einfach super zurecht. Die Tic-Tac-Dosen sind nicht so mein Favorit. Aber diese runden Döschen sind perfekt. Und ihr habt ja wirklich so viel Platz. Jetzt muss ich aber auch nur den 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 und 4 mal 8 sind 32, sind pro Schublade. Und wir haben 9 Schubladen. Wir haben ja also ordentlich genügend Platz. Ihr hättet hier auch genügend Platz für ein Josephine Warbild. Es ist unwahrscheinlich viel Platz hier drin und ihr könnt euch das, wie gesagt, so zusammenstellen, wie ihr das braucht. Ihr habt sogar hinten Ösen.
Ihr könntet euch das sogar an die Wand hängen. Ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ich werde jetzt auch bald mein Bild, was ich für das Festival der Drachen von Chaos und Tour und Valley, das werde ich hier abkitten, weil das wird jetzt einen schönen festen Platz auf meinen Schreibtisch bekommen. Und dann muss ich auch die Koffer nicht immer wegpacken. Und dann kann ich mir immer, wenn ich ein Bild mache, so eine Schublade nehmen. Und wenn ich ja Glück habe bei den meisten Bildern, die meisten Bilder haben ja weniger wie 32 Farben. Mein Bild jetzt von gerade ist eine Ausnahme mit seinen 76 Farben. Und dann kann man sich die ein, zwei Schubladen, die man braucht, immer wegnehmen. Und das Schöne ist, das heißt gerade eine Schublade weggepackt, ist hier vorne, kann man das sogar beschriften. Das kann man hier vorne rausnehmen. Schwupp. Und kann hier beschriften. Entweder mit Bleistift oder man macht sich Aufkleber drauf, dass man es dann auch wieder ändern kann, weil man möchte ja irgendwann auch mal was anderes painten. Und dann sieht man auch gleich immer, welches Bild da drin ist. Ich bin auch echt am Überlegen. Ich habe drei angefangene Bilder im Moment, dass ich die vielleicht nochmal umsortiere in diese neuen Döschen. Und dann habe ich die immer gleich griffbereit. Und die Döschen sind halt die größeren Dosen. Es gibt ja kleinere Dosen und größere. Bei Artet sind es die größeren Dosen und die sind zum Schrauben. Das macht sich wirklich optimal. Die stehen auch sehr fest. Das heißt, die rutschen nicht hin und her. Klar, es ist ein bisschen Spielraum, dass man auch die Dose ordentlich rausnehmen kann. Aber wenn die auf dem Tisch stehen, während man paintet, rutschen die ja auch nicht hin und her. Und wenn man sie dann wieder wegtut, sind ja wieder alle Döschen drin. Das ist wirklich top. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich gucke jetzt gerade mal, ob überall die Döschen ganz geblieben sind bei dem Transport. Der Versand ging wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe nicht mal eine Woche gewartet, dass das Paket kam. Ich bin keine Amazon-Bestellerin. Ich habe selber kein Amazon-Konto. Mein Mann hat zwar ein Amazon-Konto, ich aber nicht. Hier ist ein bisschen Dreck drin. Das machen wir dann ein bisschen sauber. Aber ich bin kein Amazon-Freund. Gebe ich echt einmal schlechte Erfahrungen gemacht. Reicht fürs ganze Leben. Ich bestelle normalerweise immer, wenn ich irgendwas bestelle oder irgendwas brauche, irgendwas, was ich zu Hause brauche, bei eBay. Und nicht bei Amazon. eBay ist mittlerweile fast genauso gut wie Amazon. Nur halt, dass man das Amazon Prime bei eBay nicht hat, dass es gleich am nächsten Tag da ist. Aber bei den meisten Sachen brauche ich das auch gar nicht. So, und dadurch fand ich das sehr gut, dass Artot eine eigene Internetseite hatte, dass ich dort bestellen konnte und es nicht extra über Amazon bestellen musste. Das war wirklich sehr optimal. Das ist alles ganz, ist alles in Ordnung. Das passt wirklich perfekt. Jetzt bauen wir das hier nur schnell wieder zusammen. Weil ich lasse das gleich so, wie es hier ist. Das ist wahrscheinlich ist ein bisschen fummelig, ja. Das ist wirklich ein bisschen fummelig. Wollen wir bestimmt einzeln machen. Was aber sehr gut ist, ich habe für euch einen Rabattcode bekommen bei Artot. Wenn ihr direkt auf der Seite bestellt und ihr gebt den Code Chris ein, Chris mit K, dann könnt ihr ganze 10% sparen bei Artot. Macht sich natürlich bei so einem großen Kit wie diesem hier natürlich auch deutlich bemerkbar. Ich sage gleich dazu, es ist ein Affiliate-Code. Das heißt, ihr tut mir auch was Gutes dabei. Jetzt kriege ich das nicht zusammen, aber das gibt es doch gar nicht. Ihr tut mir auch was Gutes dabei. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Code benutzen, wenn ihr einen anderen Code habt. Ich werde euch auf jeden Fall meinen Code unten verlinken. Und dann könnt ihr direkt darüber bestellen. Wenn euch solche Boxen interessieren und wenn ihr solche Boxen gerne haben möchtet, dann passt das natürlich. Seht ihr? Ihr könntet das auch wie so als kleines Regal machen, als Podest. Das zusammen. Und dann habt ihr hier eine Abstellmöglichkeit und habt auch noch eure. Wenn ihr das, ihr könnt das zu sonst wie vielen Boxen immer erweitern. Das ist die größte Box, die es gibt mit 9 Boxen. Eine größere gibt es nicht.
aber es gibt die noch in Dreier und Sechser, glaube ich, ja. Gibt es die noch. Und dadurch könnt ihr das euch wirklich immer unterschiedlich erweitern, wie ihr das braucht. So. Also das Zusammenbauen braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit, wenn ihr das einmal auseinandergenommen habt, so wie ihr das gerne haben möchtet. Ich überlege jetzt gerade, ich will mir das ja hier so an die Wand stellen, an der Seite. Ich könnte auch 4 Dosen nebeneinander machen. Dann habe ich 8 und noch eine extra. Ja, das könnte ich eigentlich tun. Und dann mache ich mir die eine noch hier oben extra drauf. Das war noch nicht fest. Jetzt. Jetzt langweile ich euch hier bestimmt mit meinen Zusammenbauen. Ich nehme mal die Schubfächer raus. Vielleicht geht es dann ein bisschen einfacher. Es will nicht. Jetzt. Dafür ist das eine jetzt hier wieder los. Das gibt's doch gar nicht. Also das ist ein bisschen fummelig, das gebe ich ehrlich zu. Also wenn ihr das einmal stehen habt, dann lasst es am besten stehen. Aber die Döschen sind halt sehr praktisch. Und das mit den Schubfächern, dass ihr alles in einer Übersicht habt. Jetzt. Jetzt hat das auch einen gewissen Widerstand. So, die Schubfächer wieder rein. Und dann könnt ihr euch das an die Wand hängen, an die Wand stellen. Jetzt überlege ich gerade, mache ich das gleich und dann kann ich euch das gleich mal zeigen, wie das dann zum Schluss aussieht. Ja, das werden wir mal so machen. Also, ich werde jetzt das schnell hinbauen, so wie ich das gerne haben möchte. Dann zeige ich euch das gleich nochmal. So, hier seht ihr auch gleich mal meine schöne kleine Painting-Ecke. Hier oben habe ich meine Stifte, hier habe ich immer mein Bild liegen, hier liegt noch so ein kleiner Krimplerkram. Und hier ist noch mein Schränkchen, wo mein ganzes Schiffchen und alles drin sind. Und hier habe ich jetzt in der Ecke die Boxen hingestellt, habe noch ein bisschen dekoriert, meine Duftlampe noch mit draufgestellt. Und hier kann ich mir jetzt immer, wenn ich ein Bild painte, die Schublade rausziehen und kann die mir gleich da hinlegen. Und wenn ich dann fertig bin, abends mit Painten, schwuppdiwupp, einfach wieder rein. Ihr könntet auch die Schubladen leer machen, wenn ihr jetzt nicht so viel Platz habt, dass ihr unter euren Schreibtisch einen kleinen Schrank hinstellt. Könntet ihr auch wirklich diese Schubfächer leer machen mit den Döschen und könntet das als Schubladensystem benutzen. Könntet da Stifte, Schiffchen etc. reinpacken. Das könntet ihr genauso machen. Die Döschen müssen ja nicht da drin bleiben, das ist ja nicht festgeschrieben. Also ich finde dieses System richtig, richtig toll. Und das wird definitiv nicht meine letzte Box gewesen sein. Da kaufe ich mir bestimmt nochmal so eine 9er Box und werde das dann noch ein bisschen erweitern. Und dann habe ich auch genügend Platz für meine Bilder. Und es ist alles ordentlich aufgereiht. So, dann hoffe ich jetzt, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, der Gutscheincode steht unten in der Infobox drin, habe ich euch verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr noch mal mehr von meinen Videos sehen wollt. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Über jedes Abo freue ich mich und auch Kommentare. Ich beantworte jedes Kommentar und lese auch jedes Kommentar. Also wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, das auch bald kommt.